So, da bin ich wieder. Scheint funktioniert zu haben. Also es hat schon gereicht, den Stream einfach neu zu starten. Keine Ahnung. Es ist aber auch wirklich abenteuerlich, zu versuchen, mit so einem Kartoffel-Laptop zu streamen. Deswegen danke für den Vorschlag. Hat super geholfen. Ja, cool. Dann müsste jetzt alles eingestellt sein. Neuer Timer, Overlay angepasst, Streamtitel passt. Ja, dann verlieren wir mal keine Zeit. Denke ich. Na, super, jetzt ist der Timer wieder weg. Grüße hin. Ich werde bekloppt. Naja, geht trotzdem. Sehr gut. Genau. Spider-Man. Ich kann nur jedem Kind empfehlen, das nicht gespielt zu haben. Ich weiß noch, ich hatte das als Kind. Und ich glaube, ich habe es nie geschafft. Ich fand es irgendwie ganz cool, auch wenn die Steuerung ziemlich scheiße ist. Aber der Soundtrack war cool und Spider-Man sowieso. Und ja, deswegen, also wie gesagt, ich habe das schon vor nicht allzu langer Zeit häufiger mal gespielt und deswegen ist es mir ziemlich vertraut. Genau. Und eigentlich sollte ich gut durchkommen. Ich weiß noch, dass ich im letzten Level werde ich auf jeden Fall nur noch durch Damage boosten. Aber dann muss ich natürlich in den Levels vorher entsprechend gut gespielt haben. Wir werden sehen. Die Steuerung wieder reinkriegen. Man kann schlagen und treten, aber das Schlagen ist deutlich langsamer. Deswegen wird man eigentlich das nie sehen, dass ich das nutze. Ziel ist, dass ich bis zu einem bestimmten Level nicht Game Over gehe, damit ich Netz quasi farmen kann. Ich habe jetzt unten rechts Web 2 auch deutlich mehr. Dann ist dieses eine Level, das wir später sehen werden, auch deutlich erträglicher. Problem ist, wenn man Game Over geht, ist alles, was man da angespart hat, halt wieder weg. Deswegen will ich erst im letzten Level Game Over gehen. Es geht. So. Direkt. Was? Seit wann? Oh. Also würde ich jetzt hier sterben, würde ich von vorne anfangen. Aber ich glaube, es geht noch. Okay. Bin ein bisschen eingerostet, doch. Okay. Ja, Save States geht natürlich. Macht jedes Spiel natürlich super trivial. Versuche auf Save States zu verzichten. Komplett zu verzichten, weil ich halt will, dass das Spielgefühl von damals quasi rüberkommt. Und natürlich kann es sein, dass man, wenn man jetzt hier versucht, alle Spiele durchzuspielen, dass das sehr frustrierend sein kann bei bestimmten Spielen und dass ich mich genötigt fühle, Save States zu machen. Das würde ich aber entsprechend dokumentieren und dann irgendwann nochmal probieren ohne Save States. Kennst du das Spiel? Also hast du Spider-Man auf dem Gameboy schon mal gespielt oder damals halt selbst gehabt? Also kennst du den Schmerz, der mit dem Spiel verbunden ist? Schlecht. Schlecht. Gott sei Dank.
Ah, okay. Ja, stimmt schon, ey. Ich kriege hier dauernd irgendwelche Achievements. Gar keine Zeit drauf zu achten. Finde ich irgendwie cool. So, 5 Web. 7. Okay. Ja, ich hatte schon mal so ein ähnliches Projekt gestartet und dann habe ich aber, das habe ich damals für mich selbst gemacht und jetzt nicht auf Twitch. Und hatte Save States benutzt. Ja, weiß ich nicht. Auch wenn es natürlich schön war, möglichst viele Spiele nachzuholen, die man, oder ja, nachzuholen und natürlich auch welche, die man von früher kennt, nochmal zu erleben. Es war einfach, das Erfolgsgefühl hat gefehlt, wenn man so ein Spiel durch hatte. Und deswegen versuche ich es jetzt hier ohne. Bilde mir auch ein, dass das zum Zuschauen dann interessanter ist, weil es dann doch ein bisschen spannender ist. Okay, das war nicht so gut. Uff. Ah, shit. Der Contact Damage hier ist brutal. Okay, nice. Läuft ganz gut. 8 Web ist nicht schlecht. Allerdings dauert es noch ein bisschen bis zu dem Level, wo ich das brauche. Oh ja, genau. Schieß mich doch direkt ab, wenn ich spawne. Richtig fair. So, jetzt gibt's hier gleich Leben. Das muss ich mir holen, in Form eines Burgers. Mega Man. Ey, die Mega Man Teile für den Game Boy, oder ja, generell vielleicht nicht, aber für den Game Boy, die sind doch alle klasse. Meinst du jetzt über das erste Level vom ersten Teil? Es gibt ja irgendwie 5, ne? Für den Game Boy. Und da freue ich mich echt drauf. Auch wenn ich mich erinnere, dass der erste Teil schon tatsächlich der schwerste war. Ja, genau. Das ist der, genau, den ersten. Das war auch mein erstes Mega Man-Spiel überhaupt. Und ja, ich erinnere mich, dass das sehr schwer war. Aber als Kind hatte ich zum Glück viel Zeit, solche Spiele zu üben. Und dank des Passwortsystems hat es dann auch irgendwann geklappt. Oh oh. Ja, toll. Nein! Okay, das war super schlecht. Was spawnt? Toll. Okay, ein Leben verloren. Hätte nicht passieren müssen, aber ist, glaube ich, kein Weltuntergang. Natürlich ein Klassiker, dass ich jetzt kein Leben mehr verliere. Also keine Lebensenergie. Unnötiger Tod.
glaube, bei Dr. Wilys Rache wüsste ich sogar aus dem Kopf noch die Boss-Reihenfolge. Das hat sich so in mein Hirn reingebrannt. Ups. Okay, jetzt muss ich mich doch ein bisschen konzentrieren. Offensichtlich. Hier gibt es zum Glück auch nochmal einen Burger. Man kann auch mit seinem mit Spinnenweben schießen. Das sieht man mich allerdings sehr selten tun. Weil ich, wie gesagt, mein Spinnenweben noch brauche. Und die machen auch echt nicht viel Damage bei Bossen, oder? Also so. Eieiei. War ein bisschen sicherer bei dem Spiel, ey. Ja, war ein schönes, buntes Bild drauf. Uiuiui. Aber ja, ne, ich meine, das wird man jetzt hier in dem Marathon ist es nicht, aber in der Challenge auch sehen, dass diese Spiele, wenn sie nicht so schwer gewesen wären, wären sie halt auch echt viel zu kurz gewesen. Ah, scheiße. Also, gerade auch so ein Mega Man, wenn du weißt, was du tust, ist ja so schnell durch. Ich weiß nicht, ob nochmal ein Burger kommt, aber ich glaube nicht. Also vom Boss meine ich. Das ist auch wieder so eine Geduldsprobe. Und nimmt so wenig Damage. Ich meine, er ist jetzt nicht besonders komplex. Aber man wird irgendwann nachlässig. Ich weiß nicht, ob ihr schon das Pattern durchschaut habt. Ja, das sieht sehr gut aus. Hier kein Leben zu verlieren ist wichtig. Ja, das stimmt zwar. Aber wenn du ja so Spiele siehst wie Zelda oder auch Final Fantasy oder so, die sind ja schon deutlich größer, ne? Also ich meine, die kamen auch später im Lifecycle vom Game Boy und dann waren die Module auch ein bisschen größer. Aber da wäre schon mehr drin gewesen. Das hätte man nicht nur mit Schwierigkeitsgrad kompensieren müssen, glaube ich. Die Stage ist deutlich schwerer als die vorherige, wo man hochklettern musste. Ja toll, hier schon ein Burger ist ja auch super hilfreich. Und natürlich werde ich direkt nach dem Burger getroffen. Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch einen gibt. Aber es ist ja immer so, wenn man ein Leben braucht, dann gibt es keins mehr. Weil das Leben, was man hier verliert, fehlt einem auch dann im nächsten Level. Das nächste Level ist dann auch schon das vorletzte tatsächlich. Wo wir gerade bei kurzen Spielen sind. Naja, hätte besser laufen können. Aber auch schlechter. So, hier gibt es so viele unfaire Tode. Wo man einfach blöd getroffen wird und direkt ein Leben verliert, weil man in den Abgrund fällt. Versuche. Okay. Am besten nicht mehr davon sprechen. Wow. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich in dem Level Game Over gehe.
Und genau hier am Ende bräuchte ich mein Web. Naja. Wollen wir mal nicht meckern. Okay, jetzt läuft ganz gut. Oben einen Burger brauche ich nicht. Okay, jetzt muss ich hier runter. Eieiei. Ja, Burger sind klasse, oder? Überlege ich mir für nach dem Stream auch irgendwie, ne? Bin so leicht beeinflussbar. Shit. Wow. Wie mache ich das hier am besten? Das ist super gefährlich. Ich weiß, von rechts kommen jetzt Vögel. Und wenn ich springe und die Vögel treffen mich, bevor ich an der Decke hänge, dann sterbe ich. Ja, so geht's nicht. Scheiße. Aber wie schaffe ich das? Oh, Gott sei Dank. Okay, das war sehr gut. Mich gar nicht erinnern, es jemals geschafft zu haben, ohne ein Leben zu verlieren. Und auch hier, wenn die dich einmal treffen, während du über dem Abgrund hängst, instant tot. Okay, das war dumm. Das war dumm. Ich hoffe, es gibt noch einen Burger. Bin mir gar nicht so sicher. Nee, jetzt kommt der Boss. Okay. Wenn man geduldig ist, dann ist der eigentlich gar nicht so schwer. Muss immer warten, bis der ganz nach rechts gelaufen ist. Und dann nach links und runter und abschießen. Wo wir wieder beim Thema Retro-Arc wären. Man kann es natürlich auch mit Fast Forward spielen. Theoretisch, aber ist natürlich nicht wie früher dann. Wenn man hier halt kein Web hat, ey, ganz ehrlich, ey, ich wüsste nicht, wie man den sauber macht, ohne sein Web zu benutzen. Es geht sicherlich, aber warum neue Strategien entwickeln, wenn es doch als Kind schon geklappt hat? Mit den Leben, die ich noch habe, also jetzt habe ich irgendwie keins mehr, aber ich habe, wie gesagt, Continues, sollte die letzte Stage gut machbar sein. Die im Übrigen super unfair ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der, der die Stage designt hat, Kinder hasst. Eigentlich gut, mein lieber Mann. Vielleicht soll ich die ganzen Cutscenes immer spielen lassen. Meistens kenne ich sie auch nicht, nur bei dem Spiel kenne ich sie. So, jetzt sind wir im Abwasserkanal. Bei denen es natürlich vor Krokodilen nur so wimmelt. Eigentlich ganz passend, dass wir gerade Tailgater gespielt haben. Gute bei dem Spiel ist, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich
denke schon, dass wenn man Game Over geht, dann muss man die Stage nicht von vorne starten, was natürlich ein riesen Vorteil ist. Und deswegen wird man mich hier gegen Ende auch Damage boosten sehen, weil ich keine Lust habe, mich mit dem ganzen Gegnern auseinanderzusetzen. Man sieht auch hier am Boden ganz viele Krokodile. Aber unfair sind nicht die Krokodile, sondern die Gegner, die da oben sind und schießen, weil ich komme da nicht hin. Und sobald die runterspringen, Contact Damage und RIP. So. Continue, yes. Genau, und man macht da weiter, wo man abgenippelt ist. Sprich, ob man jetzt ein Continue benutzt oder ein Leben verliert, kommt aufs Gleiche raus. Und man sieht, ich bin schon wieder fast tot. Ich hasse diese Stage. Kann sie auch nicht, gebe ich zu. Ich glaube, man hat 3 Continues. Das heißt, man kann gut boosten. Und der letzte Boss ist eigentlich nicht so schwer, wenn man geduldig ist. Man kann es fast cheesen nennen, was man da tut. Oder was ich tun werde. Oh shit. Na, ist er schon. Und. Ja, das ist super heftig. Heftig unangenehm. So, und hier ist es jetzt so, wenn man hier in der Ecke sitzt, kann man den immer treffen, wenn er runterkommt. Und er trifft dich eigentlich super selten. Er kann auf der anderen Seite auch runterkommen. Da kann man versuchen, ihn abzuschießen, aber klappt meistens nicht so gut. Wobei, jetzt habe ich eine ziemlich gute... gute Waffe. Ja, das ist schon der letzte Boss. So viel zum Thema kurze Spiele. 20 Minuten. Kannst dir überlegen, wenn du irgendwie Weihnachten einen Spider-Man kriegst. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag schon fertig bist. Wiederspielwert hat das jetzt auch nicht so besonders. Ich glaube, es gibt auch ein Achievement für Spider-Man, irgendwie so von wegen ohne Leben zu verlieren durchspielen. Das sind dann so Achievements, wo ich sage, nö. Okay, das war's. GG. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wofür ich so viele Punkte bekomme, aber... Game over. Danke, danke. Ja, das sind so Spiele, ne? Man weiß... Objektiv sind die echt scheiße. Aber man verbindet so viel damit, dass man sie trotzdem gerne spielt. Weiß nicht, was da bei Leuten aus unserer Generation kaputt gegangen ist. Ja, den finde ich echt auch cool. Hast du auch nicht überall, dass bei so Lizenzspielen der Original-Soundtrack oder die Original-Titelmelodie auch wirklich eingefangen wurde. Und auch hier sieht man ja 1990,
Das heißt, es war, glaube ich, dann im ersten Jahr, wo der Game Boy rauskam, schon das Spiel. Also. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir hatten ja nichts. Ja, cool. Ich glaube, dabei belasse ich es aber heute. Eigentlich wollte ich nur ein Spiel heute beenden. Jetzt sind es zwei geworden. Okay. Spider-Man war das Backup-Spiel, weil ich mir gedacht habe, naja, am besten sollte ich das beenden, solange ich es noch kenne, also solange ich es noch kann, weil, ja, wenn man das Level-Layout nicht kennt und weiß nicht, wo die Gegner sind, dann ist es schon auch sehr frustrierend. Und ja, ich habe mir halt gedacht, dann hast du es weg. Aber künftig werde ich dann schon wieder auf das Zufallsprinzip zurückfallen. Und werde mir auch noch ein Konzept überlegen, wie ich das am geschicktesten mache, sodass ich quasi jetzt am Ende des Streams nochmal irgendwie das auch transparent darstelle, was als nächstes kommt. Aber soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Genau. Und damit wünsche ich auch dir noch einen schönen Sonntag und ja, vielleicht bis bald. Tschö.